Hoch die Hände, Wochenende, ich versuche wieder. Legende und die tollen Reime nehmen hier nun ein Ende. Ich finde, ich komme schon wieder ein bisschen rein. Man benötigt auf jeden Fall die Übung, immer mit einem Team, immer in derselben Liga. Und dann klappt das auch schon irgendwann. Ich bin auch immer begeistert von dem Xerneas, hab mir das Video vorhin nochmal angesehen. Ich hoffe, wir treffen heute noch eines mit der Attacke. Das war schon heftig. Die besondere Attacke von Xerneas. Zekrom sieht man nicht häufig. Der Gegner weiß nicht, dass ich nicht Knuddler habe. Na und von daher können wir ja auch irgendwie so tun. Leider ist das Ding mit Kreuzdonner wirklich stark geworden. Also wirklich ultra, ultra stark. Jo, das ist eine heftige Attacke. 3, eine 4 und 100 Energie. Na und abgefangen und Standpauke. Das ist immer so schön. Okay, also drüben habe ich echt komplett 100 Energie. Diese andere 100 Energie. 3, 4, 5, 6 und 7, 8, 9 und... Wieso drücke ich im Gleichstand? Ich weiß es nicht. Da will ich dann gut underchargen. Wieso drücke ich im Gleichstand mit Fokusstoß? Oh. Okay. Okay, okay, okay. Ich stand irgendwie auf dem Schlauch. Das ist so mit dem Timing da. Genau. Schade. Da bekomme ich nicht noch eine Attacke durch nun. Das ist echt schade. Das ist echt wirklich schade. Okay. Das ist wirklich schade. Das hätte mir noch gut weitergeholfen, wenn ich da entweder vorher schon die Attacke oder... Ne, keine Ahnung. Könnte noch ein Dialga sein. Da hebe ich mir die gelben Kapi auf jeden Fall auf. Das war schlecht gespielt. Das war sehr schlecht gespielt. What? Ja gut. Ja gut. Was? Ich werde von einem Stollers vernichtet. Und der Stollers macht sich immer stärker. Das ist sehr riskant, was ich hier nun mache. Ja, da machen die Katapulte dann schon mehr Schaden, sodass ich keine zweimal Nahkampf hintereinander schaffe. Ich werde von Stollers vernichtet. So, als ob es richtig viele Flug-Pokémon gäbe hier. Aber gibt es ja gar nicht. Gibt es ja gar nicht, oder? Da macht er sich nochmal... Das verliere ich. Da habe ich... Mewtwo gegen Yveltal wirklich nicht gut gespielt. Ich habe nicht an Dingenskirchen gedacht. Ja, die Katapulte sind nun schon so stark. Ich werde von Stollers vernichtet, aber mal Real Talk. So außer Lugia. Was sieht man denn hier häufig flugmäßig? Nicht viel, oder? Autsch. Brutal. 3400 WP. Das war niederschmetternd. Da können wir die Folge eigentlich auch gleich beenden. Perfekt. Ideal. Das war wirklich ideal. Ja, Stollers. So, perfekt. Klappt. Ich überlege gerade die ganze Zeit, was kann man damit besiegen? Ich meine, Hyperliga verstehe ich. Also, da hat man so viele Glurak. Und so weiter. Aber hier, what? Das war niederschmetternd. Das war wirklich komplett niederschmetternd und sehr schwach, wie die Verbindung. Ich komme nicht drauf klar. Und gegen Mewtwo, das habe ich wirklich... Ich weiß nicht, wieso ich da so auf dem Schlauch stand, aber... Hier kommt ein Steinhagel. 5, 6 und 7. Okay. Beim vorherigen Mal hat es ja top geklappt, wenn ich mir hier 100 Energie hole und dann abfange. Also schauen wir mal. Spukball ist da. Leider diesmal nicht ausgeholt, weil es hier anders war. 6 und 7. Okay. Leider ideales Timing gemacht. Na und? Melmetal wird dann vermutlich runterfarmen können. Na so. 1, 2.
3, 4, 5. Ja, ich muss leider. Mit schlechtem Timing. Ich muss leider schlechtes Timing machen. Denn ansonsten hätte der Gegner noch eine Ladeattacke gepackt. Aber bei Seishin habe ich 100 Energie. Okay. Was haben wir hier? Ein Dragoran und wir sind nicht synchron. Und ich habe Niantic-Internet. Die Attacke hätte ich nicht bekommen sollen. Dann wurde das aus der vorherigen Folge ausgeglichen mit dem Niantic-Internet. Gut, gut, gut. Schild bekommen wir. Hier reingehen. Drachenroute gegen Drachenroute. Und okay. Wir müssen das schlau angehen nun. Wir müssen das nun schlau angehen. Denn ich muss den Gegner auf jeden Fall in Nahkampfreichweite befördern. Das ist der Trick. Wenn ich sofort rübergehe, dann haben wir ein Problem. Und das machen wir nicht. Ich muss dich in Nahkampfreichweite befördern. Und dann Nahkampf back-to-back hintereinander. Der Gegner wird hoffentlich nicht blind drücken. Ja, genau, und ich gewinne den Gleichstand. Von daher sollten wir das nun haben. Denn ich mache nun back-to-back. Genau. Hier hat er nun gedrückt. War ein Gleichstand, aber nun besiege ich dich schon. Das macht bei Melmetal echt nur so die Hälfte in etwa. Also da darf man sich gar nicht so sehr in Sicherheit wiegen. Okay, da hatte ich Glück. Vor allem, dass ich die Attacke noch durchbekommen habe, weil der Gegner einen Sofortattacken-Lag hatte. Bei dem Weltmeisterschaften-Spiel hier, welches für Weltmeisterschaften freigegeben wurde. Können. Und wieso im ersten Kampf? Wieso werde ich im ersten Kampf so blamiert? Das würde ich doch am Ende dran schneiden, wenn dann überhaupt. Da schaut sowieso niemand mehr zu. Wieso werde ich so blamiert? Bitte neue Lade, bitte neue Sofortattacke, komm schon, ich will es nochmal sehen. Gib mir die Sofortattacke. Oh, brutal. Brutal. Du bist brutal. Das ist so genial. Okay. Okay, okay, okay. Mondgewalt. Tat weh. Tat auf jeden Fall weh. Und nun mache ich 4 und fange Nahkampf ab. Passt auf. Oder? 3, 4. Nahkampf. Komm schon. Denn ich bin abgeschwächt und du denkst dir, jo, Nahkampf machen wir. Das ist wichtig. Okay. Nahkampf bei Flugpsycho. Gut, Gegner macht Spiegel und fängt auch ab, aber nicht schlimm und da kam kein eine schon durch. Aber der Plan ging mal auf wie ein Kuchen im Ofen mit richtig viel Backpulver. Oh yeah. Boah, wie wenig Himmelsweger gemacht hat. Ich meine, ja, okay. Kann man schon verstehen. So gesehen. Aber das war. Nahkampf war schon cool. Da kommt nun die Schwächung. Genau, denn die kommt nie nicht. Das müsst ihr wissen. Die Schwächung kommt hier auf jeden Fall immer reingeflattert. Also nein, sie kommt nicht wirklich immer, aber vom Feeling her kommt sie immer. Und das war klar wie Kloßbrühe. Und ich stärke mich wieder. Schade. Okay, Gegner will einmal Schilden runterfarmen. Ich glaube, da mache ich dir einen Strich durch die Rechnung. Nämlich hiermit. So. Rein da. Ich glaube, ich hätte noch eine Sofortattacke machen können, aber egal. Egal, egal. Dann kam eine schon nicht an. Ist ja vielleicht auch ein Vorteil. Ein Gleichstand, den ich gewinne. Da hätte ich wirklich eigentlich auf Nahkampf gehen sollen, weil ich vermute, vielleicht ein Dialga hinten wegen Abfangen. Wäre Nahkampf hier schon besser gewesen. Oh, kein Dialga. Schaffe ich nicht mehr, aber Kampf sollte ich gewonnen haben. Moment mal. Das Ding hat nicht Breitseite. Ja, und mit Abfangen egal. Wir gehen da sofort rein. Ich muss nicht warten. Denn nur die Harten kommen in den Garten. Ich drücke nicht. Okay. Der Gegner macht gutes Timing. Und Drachenklaue. Yo.
Das müsste klar gehen. Aber das Xerneas war wieder witzig. Das ist ein Dreier-Fee-Move. Also 1,5 Sekunden. So vom Timing her, okay. Timing dann doch nicht so ideal von meinem Gegner. Ich glaube, der hat kein Pokémon mehr, oder? Ich kann direkt blind drücken. Können wir direkt blind drücken? Wir können direkt blind drücken. Sehr schön. Na und weg da. Ich hoffe, ihr habt alle mittlerweile vergessen und verdrängt, dass ich von Stolos runtergefarmt wurde. Ich meine, das müsst ihr euch mal vorstellen. Typ Gestein? Flug nicht so effektiv. Typ Stahl? Flug nicht so effektiv. Und ich habe ein Flug-Pokémon mit Flugattacken. Und das bekommen wir hier. Und da soll noch mal jemand sagen, der Algorithmus ist nicht echt. Ich meine, ich hatte davor ein 5 zu 0. Ach ja, habt ihr schon jemals einen Stolos gesehen? Nein, nur wenn ihr Lugia habt und ein 5 zu 0 macht. Hätten wir das Thema geklärt. Na und mehr Beweise brauche ich hier nicht für meine Recherche dafür. Der hat einfach einen Stolos drin. Das hat er bestimmt auch im Raid schon verwendet, weil es 100-fach vorgeschlagen wurde. So wie Hytera. Okay, Dialga, das ist gut. Das ist gut für mich. Glaube ich. Ich könnte eigentlich hier auch immer eine mehr machen. Aber eine mehr ist vielleicht offensichtlich. Keine Ahnung. Ich mache immer unterschiedlich viele. So, Nahkampf und dann Lugia. Okay. Okay. Der Wechsel war weird. Da will ich nicht lügen. Na, vor allem Eisenschädel effektiv und so weiter. Der war interesting. Und dein Zacian ist leider nicht komplett gepusht. Das sind eben die Nachteile von der XL-Meisterliga. Und ich hasse sie, die Nachteile. Skalierung wäre böse. Aber egal, das Thema machen wir nicht wieder auf. Okay, der hat schon reingepfeffert und reingescheppert. Und ich werde nicht schilden. Ich werde nicht schilden. Ich glaube, knapp hast du noch eine Attacke. Wenn ich Glück habe, wäre es ein Ich-Drück nicht. So, weil es ein Gleichstand wäre. Wenn ich Glück habe, ist es der Nahkampf. Ja, aber hier schilden macht keinen Sinn für mich. Ja! Okay. Okay, 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 okay. Dann haben wir hier den noch. Nun bist du auf jeden Fall in Nahkampfreichweite. Weil ein Nahkampf reicht leider nicht. So. Und dann gehen wir nochmal mit Zacian rein, oder? Das wäre sehr schön. Glaube ich. Dann machen wir das so. Gegner drückt blind, okay. Bitte, Draco-Meteor, schwäch dich ab. Nein, Eisenschädel. Okay. Wir machen... Moment. Das ist gut. Das ist gut hier, da bleibe ich gerne länger drin. Denn das ist die Drachenroute. Und die tut hier nicht weh. Die ist ja nämlich nicht so effektiv. Leider habe ich hier nur Feuerschlag abgefangen. Aber genau, dafür tut hier die Drachenroute mehr weh. Die ist schon böse, weil da hat man Sofortattackendruck. Gegen Iveltal. Ich drücke nicht. Okay. So. Aber baller mich komplett runter mit den KP. Soll in Ordnung sein für mich. Ich mache nun hier. Genau. Wenn du schildest, drücke ich sofort nochmal. Und den Rest kennen wir. Wenn du nicht schildest, versuche ich Fokusstoß, aber werde ich nicht erreichen. Doch, erreichen wir. Erreichen wir. Und drüben habe ich noch einen Nahkampf. Dann ist es vorbei. Vorbei, over and out. Das sieht auch der Gegner ein. Also, positiv wären wir mal wieder. Die Punkte hätten wir am Start. Wie viele werden es? Das ist die Frage am Ende. Dann können wir noch einen Sieg holen. Und bada boom und bada bang. Der Stromstoß kommt rein. Und danach, ja, man kennt es mittlerweile. Aber ich habe mich in der Season dafür entschieden. Wir machen sowas wie Road to Legend, immer nur das Team. Vielleicht wollt ihr sie auch kopieren. Na und so meine Dinge nachmachen, wie ich so mache.
Ich meine, ich mache nicht immer schlaue Sachen und glaube manchmal, dass die Gegner 4 Pokémon haben. Aber seit ich das verwende, hatte ich nur positive Sets, paar 5 zu 0 auch. Ja, aber davor, die Motivation ist einfach nicht so groß. Ich glaube, ich habe noch nie so wenige Kämpfe gespielt wie in der Season. Genau. Vor allem dann mit dem Pokémon Go +++. Das ist sehr traurig. Das ist echt sehr traurig. Gut. Na, aber hier drücken wir mal den Luftstoß, weil alles andere macht gegen Melmetall gar keinen Schaden. Auch das macht nicht viel. Ja, immerhin gelber Bereich. Keine Ahnung, wie mir das weiterhilft. Was war nochmal vorne? Nun habe ich gelabert und kann mich nicht mehr erinnern. Oh, schade. Das wäre schön gewesen, wenn ich den Gleichstand gewinne. Was war nochmal vorne? Na, genau, der gute Kai. Der gute Kai. Hat der Gegner geschildert? Beim Kai? Ich glaube schon. Ja, aber der Gegner hat beim Kai geschildert. Dann drücke ich dir mal eine Pflaume rein, oder? Und ich gehe auf Stromstoß, weil der besiegt hier schon. In so einem Fall kann man echt gern auf die andere Attacke gehen. Wenn der Gegner abfangen möchte und könnte. So, leider hatte ich keinen Plan von deiner Energie. Da wäre schon noch mehr drin gewesen, vor allem wenn man weiß, dass man den Gleichstand gewinnt. Aber gegen Lugia, da habe ich überhaupt keine Ahnung mehr. So, gut. Das war auf jeden Fall ein Surfer. Ich glaube, du bist bei 1 oder 2. Sagt mir. Ja, irgendwie machen wir. Bei denen ist oft ein Togekiss hinten. Das ist schade. Und es klappt, weil es kein Elektro-Pokémon gibt. Also gibt es wirklich nicht. Ich habe Stromstoß, aber das ist egal. Das ist egal. Und ich habe so viele Schilde. Kann nicht viel mit denen anstellen. Aber Gegner gibt noch aus. Da kommen keine 3 Ladeattacken mehr rein. Das kann ich dir garantieren. Keine 3 Ladeattacken kommen bei dir noch rein. Aber du gehst vermutlich auf den Boost, oder? Ja. Die Attacke, ich weiß nicht, ich verstehe die Attacken nicht. Die Attacken verstehe ich dann nicht. Aber eventuell blickt man da auch nicht so. Oh, der hat ja noch so viele Schilde, so wie ich manchmal nicht verstehe, dass der Gegner keine Pokémon mehr hat. Schade, es ist wirklich. Die meisten Niederlagen sind, wenn entweder am Ende ein Stolos gegen Lugia ist oder ein Togekiss gegen Yveltal. Da ist es einfach sofort vorbei. Das ist so, als hätte man mit 2 Pokémon gekämpft. Na gut. Paar Punkte gemacht. Gute Nacht.